Hey, ich bräuchte mal wieder einen Rat von dir. Ich bin morgen in meiner WG fürs Frühstück zuständig. Hast du zufälligerweise eine Idee, wo ich nicht zu teuer einkaufen gehen könnte? da hätte ich mehrere Ideen. Ihr könntet ja vielleicht in ein Café oder in ein Restaurant gehen und da brunchen. Oder du schaust mal im Supermarkt, was es für Rabattaktionen gibt. Ja, brunchen hatte ich auch schon mal überlegt, aber ich glaube, das ist eher unpassend. Also, und Supermarkt müsste ich mal schauen, was es da gerade so gibt. Weiß ich jetzt auswendig nicht. Aber danke dir für die Ideen. Ich schau mal, was ich so finde. Hast du schon mal von der App Too Good To Go gehört? Da gibt es meistens eigentlich echt gute Angebote. Und wenn du Glück hast, erwischst du eine richtig gute Überraschungstüte. Nee, die kenne ich tatsächlich nicht, aber danke für deinen Tipp. Ich werde es mal testen. Cool, okay, freut mich. Dann bericht mir einfach, wie das Frühstück so Ja, lief. mache ich. Wirklich, danke dir Okay, nochmal. Ciao. ciao. Hier sehe ich direkt, welche Angebote es in meiner Umgebung so gibt. Insgesamt sind in Würzburg ca. 30 Geschäfte dabei. Restaurants, Bäckereien oder auch Supermärkte, die ihre überschüssigen Lebensmittel zu einem vergünstigten Preis anbieten. Na, da teste ich doch gleich mal was. Ein Bäcker nicht weit von mir hat eine Überraschungstüte für 3,99 €, die ich direkt abholen kann und direkt über die App zahlen kann. Weltweit landen jährlich 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel im Müll, davon allein fast 18 Millionen Tonnen in Deutschland. Häufig hätte man diese durchaus noch essen können. Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen, falsche Lagerung oder hohe Überbestände. Dies sind nur drei von unzähligen Ursachen für Lebensmittelverschwendung. Hier bin ich jetzt also. Ich bin echt mega gespannt, was ich bekommen werde. In der App wurde mir noch nichts verraten. Der gastronomische Betrieb kann seine Lebensmittel verkaufen, anstatt sie entsorgen zu müssen. Damit kann er neue Kundinnen gewinnen, seinen Umsatz steigern und sich vor allem nachhaltig und sozial engagieren. Hier ist jetzt also meine Überraschungstüte. Ich bin echt gespannt, was ich darin haben werde. Croissants, Brezeln und verschiedene Brötchen. Da freut sich meine WG drüber, wirklich. Durch das Konzept von Too Good To Go wird die Gesellschaft für die Problematik der Lebensmittelverschwendung sensibilisiert und zu einem nachhaltigen Lebensstil animiert. International konnten schon mehr als 50 Millionen Mahlzeiten über die App gerettet und in diesem Zuge mehr als 125.000 Tonnen CO2-Äquivalente eingespart werden. Ob Nudeln, Pizza oder nur Brötchen, ich kann wirklich vieles über die App Too Good To Go bekommen. Es werden ganz einfach überproduzierte Lebensmittel zum reduzierten Preis über die kostenlose App vermittelt. Also auch du kannst Essen retten, Geld sparen und dabei die Welt verbessern.